Am 25.01.2017 unterschrieb US-Präsident Donald Trump den Erlass zum umstrittenen Einreiseverbot und löste damit Resonanzen auf der ganzen Welt aus. Auch in Münster gingen jung wie alt auf die Straße, um ihren Protest auszudrücken. Unter dem Motto Dump Trump machten am 30.01. etwa 60 Münsteraner aus aller Herren Länder ihrem Ärger Luft. Unter anderem diese beiden Teilnehmerinnen. Ich wohne seit 10 Jahren hier in Münster, aber ich bin Amerika-Staatsbürger und ich schäme mich für die ganze Sachen, die Trump in der letzten Woche gemacht hat. Ja, auch wenn heute das Wetter in Münster nicht so schön war, wir wollen keinen im Regen stehen lassen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, halt für die Menschen und die Menschenrechte einzusetzen und sich mit den Menschen in Amerika zu solidarisieren und auch selber zu zeigen, so, das ist nicht in Ordnung. Und wir müssen sehr aufpassen, dass uns das Gleiche nicht in Deutschland passiert. Und deswegen bin ich hier. Ich finde es spannend, wie viele Sachen er in den letzten Tagen direkt in die Wege geleitet hat. Das ist Aktionismus, wie er den vorher auch versprochen hat. Leider geht er halt in die falsche Richtung. Und es ist schockierend, wie viele Dinge er glaubt, in die Hand nehmen zu können. Und es ist auf der anderen Seite schön zu sehen, wie viel Protest sich formt. Zum Abschluss berichtet uns der Veranstalter Pascal Renker von seinen Ansichten. Generell finde ich es Trump, was ich ja auch schon hier bei der Demo öffentlich gemacht habe, eine Fehlbesetzung für das Amt des US-Präsidenten. Weil vor allem in dem Dekret halt auch sehr deutlich herauskommt, dass er halt eben gerne diese ganzen Einreisebeschränkungen oder diese Einreiseverfahren vielleicht verschärfen möchte, damit es eben schwieriger wird für Leute, den Vereinigten Staaten zu schaden. Und ich finde, dadurch wird eine Angst geschürt, die eigentlich nicht sein sollte und auch nicht sein muss.